die auch im Kampf schlagen. Und die hier waren Bestechung. Nicht wahr? Gucken wir doch einfach mal. Nee, nicht das. Questtafel. Verlauf. Das Lager der Marodeure vor dem Kloster der Wissenschaft befindet grimmigen Gestalten mit Piken und Musketen. Kloster der Wissenschaft. Landwirtschaft. Handwerk. Müsste das Wissenschaft sein, ja. Das stimmt schon mal nicht, dass hier Piken und Musketen. Also ich habe mich gerade verlesen. Ach, vor dem Kloster der Landwirtschaft, nicht der Wissenschaft. Also vor dem Kloster hier. Landwirtschaft. Piken und Musketen, die kann man bekehren. Gut. So, da es hier genug Holz gibt. Kümmern wir uns nochmal darum. Und da das hier ja eigentlich nicht direkt eine Hauptverkehrsstraße ist, kommen wir hier auch klar. Ja, da wird neuer Wohnraum geschaffen, das ist gut. Auch noch um Förster und als Filler kümmern. Da kommt hoffentlich der Bauarbeiter, der hier ausbauen soll. Mhm. Ja, wir müssen dann dringend da drüben einnehmen und das da dasselbe tun. Die beiden Klöster einzunehmen sind nämlich so das Wichtigste erstmal. Also Handwerk und Ding. Was sagt er denn zum Kloster des Handwerks? Hohe Gewalt. Ja gut, die haben auch nicht viel als Pikiniere und Reiter. Ja, hier hinten wollte ich Handel hinpacken. Irgendwie. Das heißt, ich nutze den, das Gebiet. Befestigung ausgebaut. Am ehesten für die Kirche. So, das heißt, wir können jetzt nach hier drüben weiterziehen. Ich kann anfangen, hier für Gold und Kohle zu sorgen.
Das heißt, hier drüben, da hier auch Eisen ist, werde ich hier das Militär aufbauen. Die Okkultisten lassen sich leicht bestechen, hieß es, ja. Und ihr lasst euch weder leicht bestechen noch leicht bekehren, ja. Das heißt, wir bauen hier mal unsere Papierproduktion auf. Obwohl, nee, hier bauen wir unsere Goldproduktion auf. Das ist eine gute Idee. Und dann Ringe noch später, wenn wir das Eisen dann haben. Hey, cool. Wir haben den Kampf gewonnen, ohne eine Einheit zu verlieren. So, dann gleich den Sektor. Dass wir als nächstes gleich den Kirchen ausmachen können. So, noch eine Schlacht gewonnen. So, und Papierherstellung wollen wir auch gleich anschmeißen. Nein, nicht hier. Wobei, du brauchst ein Papier, nicht wahr? Können wir ja kurz gucken. Ein Wasser, oder? Nein, zwei Wasser. Also ja. Eure Truppen haben die Außenposten eingenommen. Das als nächstes. Erstmal wieder das hier. So, was sind jetzt dann eigentlich die Rohstoffvorkommen? Ach, direkt hier. Okay. Ja, hier wäre auch jede Menge Platz für Landwirtschaft. Das heißt, hier wird Militär gemacht. Weil dann werden hier Pferde gezüchtet. Ja, du bist Handwerk. Das heißt, eigentlich Landwirtschaft und Handwerk brauchen wir als erstes wirklich.
wir genug Stein haben, werde ich mal hier. Hier wenigstens zwei weitere Prestigepunkte holen. Einmal um den Förster zu kriegen und einmal um die Brauhütte zu kriegen. Den Geologen, nicht den Förster. Da nimmt einer das Kloster der Wissenschaft ein. Weil... Wer ist es denn? Konradin, auf einmal eine zweite Armee hat. Erstmal konzentrieren wir uns wirklich auf Militär und... Ja, da war er ziemlich gut drin. Nee. Mist, Kerl. Befestigung ausgebaut. Oh, die Befestigung, okay. Oh, kurz ein Grafikglitch. Oh nein, der Vater hat Zugang zum Kloster der Wissenschaft verschafft. Und jetzt können sie schon forschen. Wenn ihr verhindern wollt, dass der Feind die neue Technologie erforscht und für seine schädlichen Zwecke nutzt, das Kloster und geht zurück. Wie? Ausgezeichnet, ich habe Zugang zu seinem Kloster. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man die unwissenden geistlichen Behandlungen ein bisschen Forschung betreibt. Sagt er dir zu euren so wertvollen Technologien. Mhm. Oh, wir haben zu viel Brot. Und zu viel Bier. Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. So, da erforschen sie gleich fleißig weiter, okay. Das Gute ist, er kann nicht hier rein forschen, weil er bräuchte erst das Kloster dafür und das wollen wir uns unter den Nagel reißen. Sobald wir dazu in der Lage sind. Baldorus baut lieber seine zweite Armee aus.